Vamapada Pavana Muktasana ist die Luftbefreiungsstellung mit dem linken Fuß, eine Stellung, die zum Beispiel Blähungen vorbeugen kann und auch zu viel Vata vorbeugen kann. Es gibt mehrere Variationen, Rafaela zeigt zwei davon. Ausgangsposition kann die kreuzbeinige Stellung sein oder auch der Langsitz. Von hier beuge das linke Knie und gib das Knie zu dir hin. Beuge das rechte Knie und gib den Fuß neben das linke. Und dann ziehe mit beiden Händen das Knie zum Brustkorb hin und atme tief mit dem Bauch ein und aus. Falls du Blähungen hast, würdest du jetzt etwas merken, die Luft kommt raus. Aber diese Stellung wirkt auch vorbeugend gegen Blähungen und ist gut für die Verdauung. Und die Stellung hilft auch, zu deiner inneren Mitte zu kommen und deshalb ein Übermaß von Vata abzubauen, welches auch mit Pavana zusammenhängt. Die populärere Variation geht aus der Rückenlage. Lege dich auf den Rücken. Beuge dabei das linke Knie, also Vamapada nutzt du, also das linke Bein, und ziehe so das linke Knie zum Brustbein hin, beziehungsweise den ganzen Oberschenkel zu Bauch und Brust. Lächle dabei und atme tief mit dem Bauch ein und aus. Genieße diese gute Massage der Bauchorgane und sei dir bewusst, diese Stellung hilft dir, ein sanftes, angenehmes Gefühl im Bauch zu üben. Bei Yoga Vidya machen wir das noch häufiger im Rahmen des Rücken-Yoga, denn Vamapada Pavana Muktasana, es gibt auch natürlich Dakshinapada Pavana Muktasana, das Ganze also mit dem rechten Bein. Diese Stellungen helfen, Lendenwirbelsäule zu entlasten, untere Rückenmuskeln zu dehnen und zu entspannen und auch Blockaden aus den Hüftkreuzbeingelenken zu lösen.